Leute, mein Name ist Mandy von Sailor Moon German und wir sind heute in meiner Heimatstadt auf der Animarco und sehen uns hier einfach mal ein bisschen um. Unter dem Motto Entdecke den Konkosmos lud die Animarco 2018 ins Fontanehaus nach Berlin ein. Über 3.500 Besucher sind dieser Einladung gefolgt. Wir von Sailor Moon German waren ebenfalls vor Ort, um für euch Eindrücke der Convention einzufangen. In diesem zweiteiligen Videobericht erwartet euch ein Rundgang durch die Location sowie Interviews mit den Veranstaltern und mit Sailor Moon Fans. In der Eröffnungsshow wurde die Zukunft der Animarco offengelegt. Wenn ihr bereits alles kennt, jedes Wissen euer eigenes. Seid ihr von langem Reisen gemacht? Willkommen in der Stadt. Wenn ihr das Abenteuer sucht, wenn ihr es nicht so ganz versucht, macht doch das Leben doch nicht satt. Willkommen in der Stadt. Hier ist es so, sehr anderswo. Ich bleib hier heim, ich bin Kognito. Hat euch der Zufall hergebracht. Geht mit uns die Nacht in der Galaxie. This is us!
Es ist Freitag, der erste Tag der Animaco und ich habe jetzt auch hier meinen ersten Interviewpartner direkt bei mir. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Hallo, ich bin Fabian, auch im Internet als SMPTE bekannt. Ich bin von Beruf Tontechniker und Veranstaltungsmeister und bin in der Animaco seit 2004. Ich kümmere mich vor allem um die Veranstaltungstechnik im Saal, weil mir das sehr viel Spaß macht und das auch Teil meines Berufes ist. Und ich bin im Animaco e.V. seit seiner Gründung ebenfalls als Vorstand aktiv. Die Animaco gibt es schon seit 2004. Was macht die Animaco so besonders? Ich denke, bei der Animaco versuchen wir natürlich viele Aspekte der Anime- und Manga-Szene abzudecken, wobei gerade zwei Aspekte uns als Animaco e.V. immer relativ wichtig waren. Das ist einmal, es ist ein professionelles, aber von Fans organisiertes Projekt. Es ist von Fans für Fans, womit wir uns also versuchen, auch von den kommerziellen Anbietern etwas abzusetzen und den Fans das zu bieten, was sie wirklich sehen wollen, weil wir selber auch aus dieser Szene sind. Und zweitens mal ist einer der Hauptaushängeschilder der Animaco der Bühnenbereich, der relativ aufwendig ist, wo wir versuchen, den Showgruppen eine Möglichkeit zu bieten, eine wirklich sehr, sehr professionelle Show vor dem Publikum spielen zu können. Von Fans für Fans ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Von Fans für Fans ist nämlich auch unser Motto. Wir von Sailor Moon German haben dieses Jahr das gleiche Motto gehabt. Und wir würden gerne wissen, was unterscheidet Sailor Moon German von anderen Fanprojekten? Das finde ich ganz gut, diese Frage. Ich bin ja selber auch Sailor Moon-Fan. Meine Wohnung ist voll mit dem ganzen Krempel. Ich finde es ähnlich, ist ein ähnlicher Aspekt wie bei uns. Ich finde, ihr macht das relativ professionell, ohne dabei kommerziell zu sein. Das heißt, ihr könnt den Fans Aspekte bieten, die ein kommerzieller Anbieter, der sozusagen nur Merchandise verkaufen will, gar nicht bieten kann, weil es für ihn unwirtschaftlich ist. Ich finde es aber trotzdem eine sehr, sehr hochwertige Ausstellung, die ihr da macht, weil ihr da mit sehr viel Kreativität, aber auch sinnvollem Fachwissen meiner Meinung nach rangeht und versucht, viele Aspekte abzudecken. Ich habe das auf der Leipziger Messe gesehen, da gab es ja auch ein Cosplay-Treffen und so weiter und ich finde das einfach super, wenn da Herzblut drin steckt und das nicht nur irgend so ein kleines Popelprojekt bleibt von zwei, drei Leuten, die das hypen für 2 Monate, sondern das kontinuierlich machen und ich finde das ganz, ganz toll. Ja, wir waren ja auch schon mehrfach auf der Animaco vertreten, auf der MMC genauso, hatten einen sehr großen Standbereich, eine Bühnenshow. Dieses Jahr hat es nun leider nicht geklappt, dieses Jahr haben wir keinen Stand und auch keine Bühnenshow. Vermisst du das dieses Jahr so ein bisschen? Also ich als Sailor Moon-Fan vermisse natürlich alles, was mit Sailor Moon zu tun hat und nicht da ist. Aber um mal den Ball ein bisschen zurückzuspielen, man vermisst es schon. Ja? Also bei uns intern wird ein gewisser Bereich vom Haus schon der Sailor Moon German Bereich genannt und da geht es quasi nur um die Position auf der Karte, auch wenn da im Moment natürlich andere Aussteller stehen. Und da kommen wir zu einem ganz anderen interessanten Aspekt. Wie ja bei der Opening Show schon verkündet wurde, wird es ja in Zukunft keine Animaco und keine MMC mehr geben, sondern es gibt ab Oktober nächsten Jahr eine große Zusammenarbeit mit dem Thema Anime, Manga, Asia, Populärkultur, das nennt sich MEX in der Messe Berlin. Wir haben dort ein Angebot, was sehr umfangreich ist, was viele Bereiche der asiatischen Kultur abdeckt und wir wollen da natürlich eine Zusammenarbeit mit allen interessanten Bereichen haben und da gehört ihr als Sailor Moon German natürlich ganz genau so dazu und wir werden dort versuchen oder was heißt versuchen, wir haben dort geplant einen sehr großen Fan-Based-Bereich einzurichten, wo Content angeboten werden soll zum Thema Anime, Manga, Sailor Moon, aber auch die ganze K-Pop-Geschichte wird dort intensiv ausgerollt werden und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns da Dinge anbieten könnt. Wir werden auch mehr als eine Bühne dann da haben und da finden wir auf jeden Fall interessante Dinge, die wir den Besuchern zeigen wollen und wo wir euch auch gerne als Gäste begrüßen wollen dürfen. Kannst du uns denn schon ein paar Sachen zur neuen Location sagen? Also zur neuen Location, denke ich, muss ich nicht allzu viel sagen oder vielleicht doch. Ich glaube, jeder, der die Messe Berlin kennt, weiß, das ist Deutschlands zweitgrößtes Messegelände. Wir haben dort mehrere Hallen gemietet und einen Bereich, der die ganzen Kleinprojekte abdeckt. Es wird dort einen sehr großen Händlerbereich geben. Es wird dort einen sehr großen Fanbereich geben. In dieser Halle sind auch mehrere Bühnen vorhanden für den ganzen interaktiven Content. Wir werden uns in Richtung Korea ebenfalls erweitern, weil wir die ganze K- und K-Pop-Szene mitnehmen wollen.
Und wir haben eine sehr große Bühne dort, weil wir natürlich nicht rückschrittig sein möchten, was das Bühnenprogramm angeht. Und da versuchen, den Standard zu halten, den wir seit Jahren im Fontanehaus stetig verbessert und etabliert haben. Und es gibt dort ganz viele Angebote zum Thema Asia, Japan, Korea, Anime, Manga, Games und so weiter. Einen ganz großen Games-Bereich, doppelt so groß wie auf der Animago. Zig Workshops, ein Maid-Café, eine Außenterrasse, wo man in 50 Meter Höhe über den Garten gucken kann. Die Messe Berlin hat auch einen japanischen Garten, der ist ebenfalls Bestandteil dieser Veranstaltung. Und ja, gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Wir haben kleinere Vorstellungen schon, was wir dort machen wollen. Die konkrete Planung folgt innerhalb der nächsten Monate und da halten wir euch natürlich auf Facebook, Instagram und unserer Webseite dann auf dem Laufenden. Gibt es etwas, was die Animako respektive die MMC in Zukunft besser machen könnte? Gibt es Optimierungspotenzial? Es gibt natürlich überall Optimierungspotenzial. Gerade wenn man zwei Teams zusammenführt, kann man natürlich die Spezialisten aus beiden Teams auch zusammenführen. Das ist auch schon passiert. Es gibt in beiden Teams Bereiche, die, sagen wir mal, ein bisschen stiefmütterlich laufen, die natürlich sich dann gegenseitig unterstützen. Das wird auch sehr gut angenommen. Und die größte Verbesserung ist natürlich die Location. Mit dem Fontanehaus sind wir bis jetzt ganz zufrieden gewesen. Das hat auch ganz gut gepasst. Nur bei 3500 Leuten sind wir an der Zulassungsgrenze eigentlich schon hart dran. Und da haben wir mit der Messe eigentlich eine sehr gute Erweiterungsoption. Wir haben deutlich mehr Fläche, wir haben keine so verwinkelten Sachen mehr wie mit diesem Händlerraum, den man nicht findet. Und wir sind natürlich von der Messe her auch, wir haben den riesigen japanischen Garten, der natürlich für die Cosplayer super ist. Und wir sind von der Messe her natürlich auch direkt in Berlin am zentralen Omnibusbahnhof. Also die Messe ist vom zentralen Omnibusbahnhof zu Fuß 30 Sekunden entfernt. Der S-Bahnhof hat ungefähr eine Minute Fußweg und am Hauptbahnhof ist man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ungefähr 15 Minuten. Das ist natürlich auch ein deutlicher Verbesserungspunkt gegenüber des Fontanehauses in Wittenau, was also quasi am nördlichsten Rand von Berlin liegt. Ja, wunderbar. Dann wollen wir dich auch nicht länger aufhalten und entlassen dich direkt wieder in die Arbeit. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast und wir wünschen dir für dieses Wochenende alles Gute. Ja, immer gerne. Euch auch eine angenehme Messe und man sieht sich. Tschüss. Jetzt sind wir im Händlerbereich angekommen. Mein drittliebster Bereich, wo ich immer sehr viel, viel Geld loswerde, vor allem für Sailor Moon Merch.
Auch auf der Animago darf natürlich Figuya nicht fehlen mit ihrem reichhaltigen Angebot an Sailor Moon Merch. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Interviewpartner. Magst du dich auch einmal ganz kurz vorstellen? Ja, hallo erstmal. Ich bin der Sven von der Animago. Ich bin hauptsächlich für den Social-Media-Bereich zuständig. Bin jetzt seit einem guten Dreivierteljahr dabei. Und gibt auf jeden Fall eine Menge zu tun im Social-Media-Bereich. Welche sozialen Plattformen bedient ihr zum Beispiel? Bei uns bedienen wir im Moment hauptsächlich Facebook, Twitter und Instagram ist jetzt vor kurzem mehr oder weniger dazugekommen. Es lag leider etwas brach in letzter Zeit. Wir haben da aber eine engagierte junge Dame gefunden, die sich da sehr gut drum kümmert. Und in Zukunft müssen natürlich noch ein paar weitere Bereiche dazukommen. Wir alle wissen, dass Social Media ein wachsendes Medium ist und Werbung ist nun mal eins unserer wichtigsten Punkte auf der Agenda. Jetzt bist du ja noch nicht so lange dabei. Was hast du davor gemacht? Ja, das stimmt. Davor war ich hauptsächlich in der My Little Pony Szene unterwegs tatsächlich und habe dort in ganz Deutschland mehrere Vereine gegründet, war auch zeitweise gleichzeitig in mehreren Vereinen Vorstandsmitglied und vor allen Dingen den Berliner Verein habe ich hier natürlich aufgebaut, an Conventions damals schon mit organisiert und geholfen. Und habe dann aber irgendwann entdeckt, dass das, wenn kein Content mehr da ist, wird auch die My Little Pony Szene irgendwann wieder ein bisschen kleiner werden. Und ich möchte einfach, dass die aufgefangen werden, irgendwo, dass sie einen Ort haben, wo sie dann immer noch hingehen können. Und deswegen habe ich mich an die Animago gewandt. Ich war ja auch früher schon zu Gast bei der Animago oder auch mal als Helfer unterwegs und habe mir gedacht, hier kann ich mithelfen, hier kann ich mitwirken, dass irgendwann vielleicht auch die My Little Pony Szene dort ein bisschen Anklang findet und aufgenommen wird. Hier habe ich ja auch schon einen Cosplayer von My Little Pony gesehen und möchte einfach, das beweisen wir auch dieses Jahr zum Beispiel. Wir haben Jennifer Weiss als Synchronsprecherin da, die hat die deutsche Synchronstimme von Pinkie Pie aus My Little Pony gemacht und da sind schon Synergien, entstehen da schon und das freut mich natürlich. Jetzt könnte man bei My Little Pony ja vermuten, dass die Community durch weniger Content wahrscheinlich auch geringer wird. Bei Sailor Moon ist das allerdings anders. Da ist der Content, die Community schon seit den 90ern immer noch aktiv. Woran könnte das liegen? Was vermutest du? Nun, ich denke, Sailor Moon hat ja jetzt auch wieder einen Neustart hingelegt. Und dadurch kommt natürlich auch immer wieder was Neues dazu, immer wieder neue Fans auch und dadurch hält sich es immer wieder aktiv. Du bekommst durch eine neue Generation von der Serie auch eine neue Generation Fans wieder mit dazu und die alten Fans, die finden oftmals auch in der neuen Generation wieder etwas, was sie genauso berührt hat und was sie genauso gefreut hat, wie damals bei ihrer Generation von Sailor Moon, die sie kennen. Da gibt es ja letzten Endes kann ich auch da wieder Parallelen zu My Little Pony ziehen. My Little Pony gibt es seit den 80ern und sogar teilweise ist dadurch also sogar älter, wie wir gerade festgestellt haben, als Sailor Moon, nicht wahr? Aber das sind halt ganz andere Generationen. Wenn man sich heutzutage diese Animationsfilmchen, die damals gemacht wurde, anguckt, da gruselt es einen mehr und da zieht sich die Fingernägel hoch. Ja, aber das ist halt Geschmackssache. Und wenn die alten Fans an der neuen Generation wieder was Neues entdecken, was ihnen gefällt, was ihnen Spaß macht, ja, dann wird das weiterleben und dann wird es da immer wieder neuen Content geben, weil es lohnt sich natürlich auch für die Konzerne, die dahinter stehen, für den neuen Content. Aber das muss passen. Das sind halt zwei Sachen, die wichtig sind und zusammengehören. Genau, damit kann man alte Fans abholen, neue Fans begeistern, die Fanbase immer wieder am Leben erhalten. Und das ist auch genau das, was wir von Sailor Moon German erreichen wollen. Was unterscheidet deiner Meinung nach die Animago von anderen Conventions?
von anderen Conventions? Also viele Anime-Conventions bieten natürlich das, was wir als Animako auch machen wollen, erstmal ein breites Spektrum. Versuchen natürlich viele Fans und Gruppierungen mit reinzubekommen, aber ich glaube, besonders an der Animako ist zum Beispiel das Showprogramm. Das Showprogramm ist wirklich umfassend. Das ganze Bühnenprogramm, das ist der Hammer, was an Licht und Technik das da gibt. Das ist schon manchmal ein Level mehr als das, was ich auf anderen Veranstaltungen gesehen habe. Und was mir besonders gut gefällt, was auch für die Animako richtig gut ist, ist die Stadt selbst. Berlin selbst. Für viele Besucher, die von außerhalb herkommen, ist Berlin auch der Ort, wo sie sagen, hey Mensch, hier will ich gleich noch ein paar Tage Urlaub mit dranhängen. Und das macht natürlich nochmal ein ganz anderes Flair. Auch hier in der Ecke Märkisches Viertel, das ist ja auch ein bisschen Richtung Szeneviertel. Und das ist schon, das macht schon was aus, auf jeden Fall. Die Veranstaltung ist halt von Fans für Fans und deswegen ist auch alles ehrenamtlich bei uns und viel Arbeit auf jeden Fall. Aber es macht Spaß. Wir wissen alle, wofür wir es machen. Ja, von Fans für Fans ist eine sehr gute Überleitung zu unserem Sailor Moon German Projekt. Das danke. denn auch wir haben dieses Jahr das Motto von Fans für Fans gehabt, denn wir sind die größte deutschsprachige Sailor Moon Community und versuchen genauso die Fans zu begeistern und Sailor Moon am Leben zu erhalten, von Fans für Fans. Wir von Sailor Moon German waren ja auch schon bei euch zu Gast auf der Animako, respektive der MMC, hatten dort auch schon einen sehr großen Stand, auch eine Musical-Show auf der Bühne. Dieses Jahr hat es leider nicht gereicht, dass wir einen Stand hier präsentieren können, aber vielleicht kann es ja in der Zukunft wieder was werden. Wie schaut es denn in der Zukunft aus? Ja, die Zukunft, die ist spannend. Also da weiß ich kaum, wo ich anfangen soll. Das war die letzte Animako. Das ist, oh genau, hier bitte die Ohrs einspielen. Das war die letzte Animako und die MMC vom vorherigen Jahr wird es auch nicht mehr geben. Das war's. Aber MMC und Animako haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir haben hier diese Location im Fontanehaus und wir müssen einfach Level 2 machen, ja. Animako und MMC werden ab sofort zusammenarbeiten, genauer gesagt arbeiten längst zusammen und gründen eine neue Veranstaltung, die nicht mehr im Fontanehaus sein wird, sondern in der Messe Berlin. Die neue Veranstaltung heißt MEX Berlin und steht für Manga und Entertainment Expo. Ja? Und da ist das Entertainment natürlich schon im Namen. Die Veranstaltung, kann ich jetzt schon sagen, wird auch schon von den Platzgründen her wesentlich mehr bieten können als bisher. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Unsere Ansprüche steigen im Laufe der Jahre an uns selbst, an das, was wir machen, an das, was wir bieten wollen und auch natürlich von all unseren Gästen. Das ist klar und selbstverständlich und dem möchten wir auch nachkommen. Und dementsprechend findet jetzt diese Neugründung einer neuen Veranstaltung, dieser Zusammenschluss von etablierten Veranstaltern statt, um auch Erfahrungen auszutauschen. Die MMC und die Animako laufen in Detailen überall anders. Und da ist es wichtig, die Leute, die das ehrenamtlich schon organisieren und machen, dass die sich noch zusätzlich noch besser austauschen können. Und dadurch, dass sich diese beiden Gruppen, die ja auch unterschiedlich arbeiten, aber jetzt zusammen gemeinsam ein neues Ziel haben und eine neue Veranstaltung noch größer mit noch mehr Angeboten bieten wollen und bieten können, Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich freue mich ungeheuerlich auf die Zukunft und ich werde auch für die MEX wieder beim Social Media Team dabei sein. Bei der Animako möchte ich auch nochmal dazu sagen, ganz klar, das Social Media Team ist ein großes Team, ist ein umfangreiches Team. Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir so ein gutes Team haben. Ansonsten würde es nicht funktionieren und das Social Media Team für die MEX-Veranstaltung wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen wachsen. Da kommt auf die Gäste in Zukunft einiges zu.
Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass das alle anderen auch so sehen und sich auch drauf freuen. Und die Gelegenheit könnt ihr gleich nutzen und bei Facebook und Instagram und Twitter bei Max Berlin einfach mal zu abonnieren, um da auch ja nichts zu verpassen. Ansonsten kriegt ihr natürlich über die alten Animaco und MMC-Kanäle die nächsten 2 Jahre noch alles Wissenswerte mit und werdet immer wieder auf die neue Webseite und alles geleitet werden, damit ihr es auch nicht verpasst. Na, das sollte man nicht verpassen. Das sind natürlich sehr interessante Neuigkeiten. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr darauf. Es kann natürlich immer was Gutes bei rauskommen, wenn 2 große Vereine sich zusammenschließen. Ich meine, ihr hattet hier wahrscheinlich das größte Problem war der Platz. Ihr seid immer mehr gewachsen. Es ist immer voller geworden, immer enger geworden. Ich glaube, mit der Messe Berlin habt ihr eine wirklich gute neue Location. Und da sind wir sehr gespannt, was uns da nächstes Jahr erwarten wird. Auch wieder eine Kooperation mit uns Salem und German vorstellen. Was sind da so die Zukunftspläne? Ja, natürlich. Kooperation bin ich ein großer Freund von, immer grundsätzlich. Ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen im Social-Media-Bereich unterwegs und da freue ich mich über jede Kooperation, die man mit anderen großen Veranstaltern oder Szenen unternehmen kann. Ich persönlich kann das jetzt natürlich nicht garantieren, aber ich persönlich wünsche mir eigentlich, dass ihr wieder einen großen Stand habt, dass ihr wieder die Möglichkeit habt, eigenes Programm zu zeigen, vielleicht eigene Ehrengäste dabei zu haben. Das würde ich mir schon wünschen, das wäre wirklich cool und das würde die Veranstaltung bereichern, das wäre für euch schön und das ist alles, was wir wollen. Wir wollen eine tolle Veranstaltung haben und da gehört ihr einfach dazu. Was denkst du, macht Sailor Moon German so besonders? Das ist sogar relativ einfach zu beantworten. Erstmal, ich sehe es ja jetzt hier schon, ihr seid unglaublich engagiert und sehr gut strukturiert. Also ihr habt einen Plan, ihr wisst, was ihr machen wollt. Das vermisse ich manchmal, aber bei euch funktioniert das sehr gut. Und ihr habt noch einen anderen Vorteil, ihr könnt euch auf eine bestimmte Sache konzentrieren. Ihr könnt sagen, okay, das ist hier unser Punkt, nicht so wie bei der Animaco oder bei der Max in Zukunft, wo sehr viel abgedeckt werden muss. Ihr könnt sagen, hey Mensch, wir konzentrieren uns auf Sailor Moon. Und ob es nur die Fernsehserien sind oder Musical oder Live-Action, ihr seid der Klebstoff, der das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Das ist ungeheuer wichtig und da seid ihr ganz stramm dran und das, finde ich, zeichnet euch aus und euer Bemühen, diese verschiedenen Generationen, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten, dass ihr die alle zusammenhaltet und das ist, denke ich, das, was euch besonders macht. Gibt es von deiner Seite oder von eurer Seite aus Verbesserungspotenzial, was man in Zukunft noch verbessern könnte? Ja, die Location ist zu klein. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Das ist jetzt der einfache Punkt. Wir wollen ja jedes Jahr besser werden, aber das betrifft keinen bestimmten Bereich. Wir wissen, dass es überall immer Verbesserungspotenzial gibt. Man ist nie fertig. Ja? Das ist wie wenn man ein Haus baut. Ein Haus ist auch nie fertig. Man hat irgendwie immer noch daran zu tun. Ja? Und es gibt irgendwo immer noch Punkte, die man besser haben möchte. Und so ist es mit großen Veranstaltungen auch. Es gibt immer wieder auch neue Teammitglieder, die neu dazustoßen, die wieder eingelernt werden müssen und andere, die wieder rausgehen, die aber dann auch wieder Fachwissen mit wegnehmen. Und das ist ein ständiger Wandel und ein ständiger Fluss und da gibt es überall Verbesserungen. Was ich mir zum Beispiel wünsche, wir haben dieses Jahr das ist natürlich mein Bereich, deswegen komme ich immer wieder darauf zurück, aber wir haben im Social-Media-Bereich hat es Verbesserungen gegeben. Es hat aber noch wahnsinnig viel Potenzial. Ich finde auch Thema Sponsoring hat noch Potenzial, Thema Ehrengäste hat auf jeden Fall noch Potenzial. Einfach mal, von euch kam ja dieses Jahr nichts. Nein, alles gut. Und da ist auf jeden Fall überall noch Potenzial. Was ich mir, wie gesagt, wünsche, was ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte, ich wünsche mir mehr Kooperation zwischen bestimmten Fangruppierungen, die sich wie ihr auf bestimmte Sachen konzentrieren und die pushen wollen. Da wünsche ich mir mehr Kooperation. Da spiele ich gerne den Ansprechpartner für. Könnt ihr euch gerne bei mir melden. Das wäre wirklich was, was ich mir für die Max in Zukunft wünsche. Was gibt es denn in Berlin, was man sich noch unbedingt anschauen sollte?
den Weg zu Max nächstes Jahr. Ihr könnt euch, das ist auf jeden Fall was für, vor allen Dingen für alle Zugereisten, die mit Flixbus oder ähnliches ankommen. Ihr kommt quasi direkt neben dem Messegelände an. Und das könnt ihr euch aber jetzt schon durchaus angucken. Drumherum gibt es auch viele kleine Szene-Bars und so. Das ist eigentlich eine schöne Ecke, wenn man über die Brücke geht. Da findet man einen schönen Zeitvertreibs abends und in die frühe Nacht hinein. Das ist auf jeden Fall ein Ort, den sollte man sich mal angucken. Schon als Vorbereitung, wie gesagt, für nächstes Jahr. Ja, dann möchte ich dich jetzt auch nicht weiter von deiner Arbeit abhalten und bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei dir, dass du dir Zeit für uns genommen hast und wünsche dir für diese letzte Animako nochmal alles Gute. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf euch nächstes Jahr auf der MEX. Hoffe ich doch, dass das alles klappt und hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bei unserem Rundgang auf der Animako machen wir als nächstes einen Halt an der Hauptbühne. Hier gab es das ganze Wochenende über ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit vielen Cosplayern, Ehrengästen und Showgruppen. Schauen wir doch einfach mal ein bisschen rein. Thank you.
Der nächste Halt unseres Rundgangs ist die Bonus-Stage. Auch hier gab es einige Programmpunkte. Da war für jeden was dabei. So, dann fangen wir am besten mal an. Und meine erste Frage an dich wäre, seit wann cosplayst du denn eigentlich? Ohne. 23 Jahre, vor 23 Jahren hat es angefangen. Wow, das ist schon, ich glaube, das ist schon, das ist wirklich, du bist ja ein Veteran. Ne, Internet とかスマートフォンもなかったです. Aber zu dieser Zeit gab es kein Internet und kein Smartphone, deswegen. Mal lernen. Ich würde sagen, 62 war unsere erste. 69. Und so. Und. Ja, komm.